ist unser Stranger Things Background. Lauter bunte, runde Lichter. Guten Abend, moin oder hallo. Bei uns ist es jetzt Abend, um genau zu sein, 10 vor 10. Und bei mir ist meine bezaubernde, charmante Kollegin Astrid. Und ich bin der Steen und wir heißen euch herzlich willkommen. Wenn ihr genervt seid von den Hintergrundgeräuschen, liegt das schlicht und ergreifend daran, dass die Polizei von Los Angeles heute ein bisschen Budget hat und den Hubschrauber ausführen darf. Und wir dachten, wir machen hier oben am Griffith Observatorium einfach mal ein kurzes kleines Video. Hinter uns seht ihr Los Angeles. Wenn der Hubschrauber zu nahe kommt, sind wir einfach kurz leise. Und ich vermute, dass Astrid wieder eine Frage mitgebracht hat. Astrid. Selbstverständlich habe ich eine Frage. Mensch, wer hätte das gedacht? Die Frage, die immer wieder kommt, ist, hilft Hypnose eigentlich auch, wenn ich überhaupt nicht daran glaube? Also man muss total daran glauben, sonst funktioniert das nicht. Das ist das, was die meisten Menschen denken. Aber da Hypnose ein technischer Prozess ist, wenn wir es denn so nennen wollen, hilft die Hypnose auch, wenn man nicht daran glaubt. Warum? Weil ich nicht an etwas glauben muss, was ich einfach in meinem Körper, in meinem Geist herbeiführen kann. Also funktioniert die Hypnose auch ganz einfach, selbst wenn ich überhaupt nicht daran glaube. Das Einzige, was man machen muss, ist, man muss quasi den Anleitungen des Therapeuten, des Hypnotiseurs folgen und dann funktioniert das auch. Jetzt darfst du noch was sagen, wenn du das möchtest. Es ist natürlich hilfreich, wenn ich daran glaube, weil ich dann wahrscheinlich mehr mitmache, mehr Engagement zeige. Aber wie schon gesagt, es ist ein technischer Prozess. Ich sag mal, eine Blinddarmoperation funktioniert auch, wenn ich nicht daran glaube und es geht mir hinterher besser. Ja, auch echt, das ist eine Technik. Die auch, wenn ich nicht daran glaube? Okay, gut. Ja, aber es ist natürlich hilfreich, wenn der Klient einfach weiß, was er vorhat und entsprechend mitmachen kann und dann läuft es ein bisschen besser. Ja, so sehe ich das einfach. Ich sehe das auch so. Also du musst nicht daran glauben, es funktioniert und wir beweisen dir auch gern, also nicht nur wir stellvertretend für alle anderen Kollegen, dass Hypnose funktioniert und zeigen dir, dass du in Hypnose bist und dass es funktioniert und spätestens dann wirst auch du daran glauben, dass Hypnose funktioniert. Ja. Ja, das war's für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann darfst du jetzt gleich noch kurz die Aussicht genießen. Und wenn du Fragen hast, einfach unten in die Kommentare Kanal abonnieren. Nicht vergessen, wenn du es nicht schon getan hast. Neben dem Abonnieren-Button auf die Glocke klicken, dann verpasst du auch künftig kein Video mehr. Wir verabschieden uns jetzt, fahren ins Hotel und schlafen eine Nacht. Wenn du dich fragst, was machen die beiden überhaupt in Los Angeles? Wir sind extra für dieses Video über den großen Teich geflogen, hierher geflogen, haben das Ganze noch verknüpft mit der weltgrößten Hypnose-Konferenz, dem weltgrößten Hypnose-Kongress in Las Vegas. Da waren wir vor ein paar Tagen, jetzt sind wir hier in Los Angeles und verabschieden uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.